So, Leute. Gehen wir mal rein. Hier jetzt also der versprochene Rundgang durch den Markt im alten Zustand. Ich bin jetzt extra an einem Sonntag hergekommen. Das heißt, hier werden keine Kunden rumrennen und wir haben ein bisschen Ruhe, aber es sind halt doch noch die Auswirkungen von Samstagabend zu sehen. Also teilweise leere Regale werdet ihr sehen. Auch im Brotregal ist es ein bisschen geplündert. Es ist teilweise schmutzig. Es ist nicht so ganz perfekt. Es steht noch Leergut rum, aber es ist halt an einem Sonntag. Morgen früh geht es hier erst wieder weiter. So, ich bin gerade durch die Schranke getreten. Da haben wir natürlich links erstmal die Gemüseabteilung. Noch weiter links sieht man die Einkaufswagen und die Kasse. Und da vorne sind die grauen Tiefkühlbehälter, die normalerweise hier jetzt gestanden hätten, übers Wochenende, wo ich jetzt gerade stehe. Hinter mir war die Eingangstür. So, die Gemüseabteilung ist so, wie sie jetzt steht. Ja, ich glaube 15 Jahre alt, also ich glaube 2002 haben wir diese Teile gekauft, sind eigentlich zweckmäßig gewesen für uns mit diesen zwei Ebenen und dann auch da oben diese kleine dritte Ebene. Es hat halt sich herausgestellt, dass das nicht genug Platz für uns ist. Dazu kommt, das ist alles aus Holz gebaut und die Sachen sind eben schon ein paar Jahre älter. Es fällt auseinander und es sind auch deutliche Gebrauchsspuren zu sehen hier am Bananentisch. Der Apfeltisch war baugleich. Und der ist ja nun wirklich auseinandergefallen. Der stand da, wo jetzt dieser Prototyp von unserer neuen Gemüseabteilung steht. Und genau, der Schwenk ging gerade eben über diese neue gebrauchte Truhe, die wir da vor ein paar Wochen geholt hatten. Das Regal mit den Äpfeln, es hat halt schon eine gewisse Höhe. Also wenn ich gerade ausgucke, sehe ich das so. Und also ich bin 1,85 Meter groß, aber ich komme da relativ problemlos noch ran. Also das geht alles. Wir haben Ware hier im Markt, die höher steht. Und es ist einfach notwendig aufgrund der doch eher beschränkten Fläche. Zu meiner Rechten steht übrigens das Regal mit unseren Länderspezialitäten. Mit dem Holzdach oben drüber. Das wird in der Form alles wegkommen. Und an die Wand soll die neue Gemüseabteilung, die eben aus genau diesen Regalen hier besteht. Und wenn man dann in den Laden reingeht, läuft man auf das Brotregal zu. Ich habe jetzt extra für euch mal das Licht angemacht da oben drin, mit den Brötchen schütten und halt der normalen Platzierung. So, von hier aus kann man eigentlich, ich halte das mal ein bisschen höher hier die Kamera, so schön in den Laden reingucken. Da sieht man ganz hinten in der Ecke die Tür zum Leergutraum. Links sind die Regalreihen mit den ganzen Non-Food-Artikeln, Drogerie. Und ganz hinten in der Ecke ist die Getränkeabteilung. Aber das werdet ihr gleich sehen. Ich laufe jetzt einfach mal rechts rum. Da geht man am Kaffeeregal vorbei Richtung unser großes Kühlregal. Links ist jetzt Haarmilch. Und wenn ihr so ein Grundrauschen jetzt im Video habt, also hier laufen natürlich die ganzen Kühlanlagen, das surrt und brummt, ist nicht wirklich laut, also es wird vermutlich an erfahrungsgemäß im Video schlimmer zu hören sein. Also es ist eigentlich eine ganz erträgliche Lautstärke, wie halt in jedem anderen Laden auch. Ja, obendrauf ist halt, auf dem Kühlregal steht dieses ganze Geraffel noch, die Präsentkörbe. Da sind diese Dekogitter mit dem Efeu, das ist alles nicht mehr zeitgemäß, das kommt auch alles weg mit dem Umbau. Nochmal einen Blick zurück. Wenn man jetzt hier weitergeht, kommen noch drei Regalreihen mit den ganzen Lebensmitteln. Also unser ganzes Food-Sortiment steht im Grunde auf dieser Seite. Da haben wir jetzt Brotaufstrich, Müsli, Brot, Knäckebrot, alle Arten von Konserven. Da ist unsere Oma. Dann die beiden Gewürzregale. Hier in dem Gang ist im Grunde Maggi, Knorr, solche Geschichten. Dann haben wir am Ende Wurstkonserven und alles, was so Feinkost ist, Essig, Öl, Ketchup, Grillsoßen und so weiter. Im nächsten Gang geht es los mit Nährmitteln, da ist Zucker, da sind auch Fertiggerichte noch drin. Dann haben wir Nudeln und halt alles an Backzutaten kommt dann hier gleich um die Ecke. Puddingpulver. Genau, und hier haben wir jetzt die Backzutaten und am Schluss Kekse. So, jetzt stehe ich hier in der anderen Ecke bei den Kühlregalen.
Das ist der Blick zurück. Und vor mir rechts ist jetzt das Wurstkühlregal. Diese ganze Technik wird mit dem Umbau wegkommen, definitiv. Das ist alles altes Zeug. Also das Regal hinter mir, das große, das hatten wir damals 2000 neu gekauft, aber das hat eben auch schon seine 17 Jahre auf dem Buckel. Dieses Wurstregal hier, das ist damals gebraucht reingekommen. Da liegen wir jetzt bei, keine Ahnung, 25, 30 Jahre, die das Ding hinter sich hat. Also die Technik ist einfach durch mit dem Thema. Das sieht auch entsprechend aus, aber das sind ja alles Sachen, die bekannt sind. Also ich weiß das selber und es wird hier alles neu kommen. So, unser Eierregal, momentan mit dem Fipronil-Hinweis. Daneben die Tür, da geht es in den ehemaligen Fleischvorbereitungsraum, den wir ja nun hier intern immer Brötchenküche nennen, weil wir im Grunde nur die Brötchen zum Backen davor legen. Dahinter geht es in mein jetziges großes Büro. Und diese ganze Ecke hier, ich laufe mal eben einmal, dass man das besser sehen kann. Und diese ganze Ecke, die wird abgerissen und da werden wir Ladenfläche draus machen. Hier im Vordergrund steht unsere viel zu kleine Fleischtruhe. Das wird halt mit dem Umbau in ein großes Kühlregal wandern, sodass mindestens 2 oder sogar 3 Meter Regalfläche nur für Fleisch vorgesehen sind. Ja, da ist noch ein kleines Kühlregal. Da ist nur Bioware drin, beziehungsweise unser veganes Sortiment. Daneben stand einst mal der Tiefkühlschrank. Da steht jetzt unser Provisorium mit den beiden Sydney-Truhen. Es ist leider ein Provisorium und man merkt auch, dass wir zu wenig Platz haben. Ich kann es einfach momentan nicht ändern. Wir müssen damit leben. Und ja, es wird ja besser. Hier sind die alten Tiefkühltruhen. Das ist so diese 0815 Standardtruhe von Austria. Aber die Dinger laufen, also die sind 15 Jahre alt. Ich habe noch nie mit diesen Truhen irgendein Problem gehabt. Da hinten ist noch Eis, Ben und Jerry, Häagen-Dazs und noch mehr von diesen alten Tiefkühltruhen. Die werden aber, auch wenn sie noch funktionieren, wegkommen. Vielleicht muss man die nicht verschrotten, aber die sehen halt auch nicht mehr so wirklich schick aus. Ich kann ja mal ein bisschen darunter gehen. Und das sind wirklich angeschlagene Stellen da in den Gehäusen. Das ist einfach durch mit dem Thema. Ja, jetzt stehen wir fast ganz hinten im Laden und das ist einmal so der Blick nach vorne. Also ihr seht, das ist wirklich voll gepropft bei uns bis unter die Decke, weil wir einfach keinen Platz haben. So, und diese relativ breiten Gänge hier gerade, wo auch diese Leergutpalette steht, das ist einfach notwendig für die ganze Logistik, da wir halt die gesamte Ware vorne durch den Haupteingang bekommen. Und jetzt gehe ich mal hier weiter. Kurzer Schwenk über die Getränkeabteilung. Hier geht es zum Leergutautomaten. Ja, der Fußboden, den könnten wir auch mal wieder streichen. Das wird dann aber, muss jetzt noch eine Weile warten. Das wird dann in einem Abwasch passieren mit dem Rest vom Laden. Ja, und das ist halt unsere, für unsere Größe doch relativ große Getränkeabteilung. Da oben drüber die Schilder, die werden mit der neuen Abteilung verschwinden. Da bekommt dann jedes Produkt sein kleines Regaletikett. Das wird dann halt so aussehen, dass unten in den Regalen die Getränkekisten stehen und oben drüber Einzelware oder lose Ware und einzelne Flaschen. So, und das ist das Fenster, wo es ins Kassenbüro geht. Das wird alles demnächst neu gemacht. Da kommt ein Brandschutzfenster rein, F60 oder F90, weiß ich jetzt nicht genau. Und ja, das wird alles umgebaut. Dann verschwindet auch dieser rote Streifen, der rundherum hier im Laden montiert ist. Da oben sieht man den auch überall. Das war ein Überbleibsel von Kaisers Tengelmann. Aber weil das so schön zu unseren Sparfarben passte. Da oben ist übrigens unsere Klimaanlage und noch mehr Efeu. Also weil dieser Streifen so schön zu den Sparfarben passte, haben wir den einfach behalten. Haben überall so kleine Aufkleber mit dem Sparlogo drauf gemacht. Da oben sieht man den. Und da ist auch Bertha und unsere Neon-Spartanne. Und ja, das war damals ganz gut, aber es ist halt nicht mehr zeitgemäß. So, von hier aus
Der Cola-Kühlschrank da hinten, das große Regal, das kommt weg. Das wird alles durch ein großes Getränkekühlregal an der Kasse ersetzt oder durch ein großes Regal ersetzt. Noch mehr Getränkeabteilung, also ihr seht, es ist wirklich voll. Und das hier ist die schlimmste Seuche überhaupt. Dieses ganze Einwegzeug in diesen Schrumpfpacks mit dieser Plastikfolie drumherum. Und es ist ständig Chaos, es ist ein ganz fürchterlich. Also ich mag das überhaupt gar nicht. Nur was sollen wir machen? Wir brauchen diese Discountware irgendwie und mir ist auch noch nicht so die richtig schöne Lösung eingefallen, wie man das ordentlich machen kann. Außer man packt alles aus und stellt es flaschenweise ins Regal, was natürlich gerade bei diesem Segment, in diesem Niedrigpreissegment, irgendwie eine Wahnsinnsarbeit ist, die in keinem Verhältnis zum Ertrag steht. So, jetzt stehe ich gerade hier an der Außenwand. Blick nach vorne, rechts ist die Tiernahrung und ganz vorne am Ende, da ist die Weinabteilung. Ich kann jetzt einfach mal hier weiterlaufen oder ich laufe mal so im Zickzack durch. Direkt hinter der Getränkeabteilung haben wir im Grunde den gesamten Non-Food-Bereich, Drogerie. Hier steht jetzt Waschmittel und Körperpflegeprodukte. Das ist bei uns alles nicht so übermäßig groß, aber es ist halt auch nicht unser Kernsortiment. Wir haben da vorne einen Rossmann, der kann das besser, der kann das billiger. Und wir haben eben nur die wichtigsten Sachen, die man eben so braucht. Ach ja, da ist Zotter. Wird mit dem Umbau ein bisschen schrumpfen. Ich denke, einen Meter werde ich behalten. Also einen Regalmeter, so ein Stück hier. Und dann bis unten runter. Aber wir werden das Sortiment gewaltig eindampfen. Dann einmal hier um die Ecke rum. Haben wir Papiere, Toilettenpapier, Küchenpapier und links so ein bisschen Babynahrung, Arzneimittel, Darmhygiene. Auch das werden wir mit dem Umbau gewaltig reduzieren, weil das einfach nicht unser Hauptgeschäft hier ist. So, dann haben wir Haushaltswaren. Die müssen natürlich bleiben, Besen und sowas. Schreibwaren unbedingt, weil es einfach keine vernünftige Quelle gibt, hier im Stadtteil Schreibwaren zu bekommen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Servietten, Kaffeefilter, Folien, Alufolie, Klarsichtfolie, Schwämme, Putzlappen und all sowas. Nun sind wir schon weiter vorne angekommen. Da hinten ist nochmal unser Leergutautomat. Diese beiden Regalgondeln in der Mitte waren oder sind momentan ja immer noch für Bioprodukte und Fairtrade-Produkte vorgesehen. Die werden wir mit dem Umbau wahrscheinlich mit in die Regale überall integrieren, zumindest was die Bioprodukte betrifft. Fairtrade wird ein eigener Block bleiben, der ist auch schon in der Planung vorgesehen. So, da hängt, guck mal, da steht drauf, wir haben jetzt heute den 20.08., es ist 14.24 Uhr, draußen regnet es, vor einem Eingang stehen Leute und schützen sich vor dem Regen. Ich glaube, wir sind der einzige Supermarkt mit einer Uhr mitten im Laden. Ich habe mal irgendwo gehört, man soll das nicht machen, aber für uns ist es praktisch. So, hier steht der alte Einkaufswagen von Rewe, den wir seit zig Jahren hier im Bestand haben. Und eigentlich ist das Logo mit dieser Tüte abgeklebt. Den benutzen wir aber nur intern und hinten im Lager. Da ist irgendwas übers Wochenende oder gestern Abend aus dem Regal gefallen. Das hier ist der Gang mit Zeitungen und Zeitschriften. Und links sind Süßigkeiten bzw. Süßwaren, Haribo-Tüten und so was. Ja, da vorne ist schon die Kasse. Hier ist der Red Bull-Kühler und dieser berühmte alte Kühlschrank, den wir mal gekauft haben während der 24-Stunden-Öffnungszeit. Das Licht funktioniert eigentlich noch, momentan ist er einfach ausgeschaltet. Aber der wird definitiv mit dem Umbau verschwinden, alleine weil die Türen, die wackeln mittlerweile, also das ist alles hier, das ist einfach durch, das Ding. So, dann haben wir hier die Rückseite von den Süßwaren, da liegt Schokolade. Dann haben wir das Chipsregal. Daneben sind Spirituosen, zumindest die, die nicht in der Vitrine stehen. Sekt, Weißwein, Rotwein. Und in der Mitte steht diese kleine Gondel, da kommt morgen wieder frische Ware mit Biowein und dann da an der Wand die Mehrwegkisten. Planmäßig wird hier zukünftig der Kassentisch stehen und zwar nicht so wie diese Gondel hier, sondern mit Blick Richtung Ausgang. Also da, wo jetzt
im Grunde dieser Einkaufswagen steht zwischen den Tiefkühlcontainern und der Kasse. Da soll der neue Kassentisch stehen und dann kommt man als Kunde von hier und geht direkt auf den Ausgang zu. Dann wird natürlich dieser ganze Bereich hier neu gestaltet werden müssen. Ist ja klar. Ob die Eistruhe dann noch so dahin passt, wissen wir nicht. Aber es gibt ja auch kleinere Modelle. Ja, und das ist dann unser alter Kassentisch, der jetzt auch schon über 17 Jahre alt ist. Hat immer treue Dienste geleistet, aber man merkt ihm halt das Alter an. Auf der anderen Seite sieht das noch viel schlimmer aus. Tja, ob das Bedienteil von der Smokythek noch wieder kommt, wir werden es sehen. In diesem Gang stehen auch unsere Spirituosenvitrinen, die aus einer Zeit stammen, wo wir noch nicht die Warensicherungsanlage hatten. Und darum hatten wir die sehr, sehr teuren Sachen hier vorne. Inzwischen ist es egal im Grunde, wie die Ware platziert ist, weil sie ja gesichert ist. Das ist halt ein Überbleibsel und es ist ein schöner Raumtrenner hier und es ist halt zusätzliche Platzierungsfläche. Ja, Batterien, Ritter Sport, Staubsaugerbeutel. Ja, und hier sieht man wirklich nochmal sehr deutlich, warum wir unbedingt einen neuen Kassentisch brauchen. So ein Band könnte man zwar austauschen, aber das würde sich bei diesem Tisch einfach nicht mehr lohnen. Der ist insgesamt so runter, aber das ist auch okay. Ja. Die Notkasse, unsere neue Heizung. Und da hätte man jetzt theoretisch einen schönen Blick nach draußen. Da stehen jetzt gerade übers Wochenende zwischengelagert die Kühlbehälter. Da vorne stehen immer noch Leute unter und schützen sich vor dem Regen. Ja, und das ist nochmal so der Blick nach hinten. Wenn man jetzt hier an der Gemüseabteilung vorbeigeht, steht man wieder da, wo wir vor 17 Minuten angefangen haben. Das wäre jetzt der Rundgang durch den Laden, wie er sich aktuell noch Mitte 2017 darstellt. Aber es soll sich ja alles demnächst verändern. Ich hoffe, es war für euch eine Bereicherung, das hier anzusehen. Und ich fahre jetzt wieder nach Hause.